Ich begrüße euch mal wieder zu einer weiteren Folge von Konamis größte Fails und ihr wisst Bescheid, Freunde, wir schauen uns auch heute mal wieder 5 Fails an, die Konami quasi in Bezug auf Yu-Gi-Oh! Gemacht hat. Und das Ganze mache ich wie immer nicht quasi, um Konami irgendwie runterzumachen. Es ist einfach nur eine Sammlung von Kritik und ich würde sagen, es macht Sinn, das Ganze mal zusammenzutragen, um aus Fehlern zu lernen. Ihr könnt mir gerne weitere Fails schreiben, die ich hier mal erwähnen soll und ihr könnt auch gerne mal vorbeischauen bei den letzten paar Parts und da würde ich sagen, beginnen wir mal mit der heutigen Folge und denkt auch bitte an meinen Sponsor Logic Cards, an meinen Replay-Kanal und an mein Instagram. Und ich würde sagen, wir starten heute mit etwas, was ich persönlich sehr ärgerlich finde, denn es geht jetzt zunächst mal um Shortprint-Karten. Ihr wisst Bescheid, Freunde, wir haben ja verschiedene Raritäten bei ganz normalen Yu-Gi-Oh! Sets und es ist vollkommen normal. Wir haben halt Common, Rare, Super Rare, Ultra Rare und Secret Rare. Und danach wird quasi so ein bisschen die Seltenheit eingeteilt, wie wertvoll und selten eine Karte sein kann. Und wenn jetzt beispielsweise Konami ein Set rausbringt und quasi ganz klar kommuniziert, welche Raritäten in welcher Verteilung immer da sind, kann man sich darauf verlassen. Aber was passiert jetzt, wenn Konami einfach bei verschiedenen Raritäten einige Karten seltener macht als andere? Dann wird das Ganze komplett undurchsichtig und undurchschaubar. Und das passiert wirklich sehr, sehr häufig bei diesem Kartenspiel, was ich sehr, sehr nervig finde, weil es einigen Sets unfassbar schaden kann. Es gibt nämlich Karten, die halt einfach als Secret Rare gedruckt werden, aber noch viel, viel seltener sind als ein normales Secret Rare. Und so kommt es dann vor, dass bei 10 Case Openings, wo halt Leute wirklich 12 Displays auf einmal öffnen, bei keinem einzigen der Fall vorkommt, dass die wertvollste Secret im Überfluss gezogen wird. Aber die anderen Secret Rares werden ständig immer mal wieder zu oft gezogen. Und da fällt einfach auf, dass einige Karten shorter sind als andere. Und die Frage ist jetzt so ein bisschen, schadet das Konami? Und da muss ich sagen, jein. Auf der einen Seite verkauft Konami logischerweise mehr Sets bzw. mehr Karten, wenn Karten selten sind, weil dann logischerweise mehr Packs aufgemacht werden müssen, um den Markt zu decken, sodass jeder Spieler quasi an seine Karten rankommt, die er haben möchte. Aber auf der anderen Seite verlieren einfach viele Kunden das Vertrauen in die Firma. Und naja, das sorgt dann quasi dafür, dass sie keinen Bock mehr haben, Sealed Products zu kaufen. Sie verlassen sich lieber quasi auf Einzelkartenkäufe, um die Karten safe zu bekommen, die sie haben wollen. Deswegen ist halt, dass Konami niemals offiziell sagen würde, dass Karten short sind, aber es weiß halt mittlerweile eigentlich jeder. Und das ist auch auf gar keinen Fall ein Problem, das erst seit gestern existiert, leider, ne? Denkt mal zurück beispielsweise an The Secret Forces. Das war ein Set, wo viele wichtige Necros-Karten erschienen sind. Und einige Leute versuchen wahrscheinlich bis heute ihren dritten Bryonek zu ziehen, weil die Karten so unfassbar short waren, dass man sie gefühlt gar nicht gesehen hat, auch wenn man mehrere Displays aufgemacht hat. Und das war einfach, ja, leider nicht ein Einzelfall. Das zieht sich bis heute durch und selbst bei Nebensets haben wir das teilweise, ne? So Karten wie Golden Castle of Stromberg beispielsweise waren offenbar auch short, beziehungsweise es gibt halt nie ganz klare Beweise, aber wenn du dir viele, viele Openings anschaust, ne, und deine Karte deutlich seltener siehst als andere, ist es irgendwann auffällig. Und wenn es dann jedes Mal, wenn sowas auffällt, die wertvollste Karte des Sets ist, beziehungsweise die spielstärkste Karte des Sets, dann wird es noch viel auffälliger. Wie auch immer. Es ist auf jeden Fall ein offenes Geheimnis und ich denke, Konami sollte da auf jeden Fall Klarheit schaffen, weil das Vertrauen seiner Spieler zu verlieren, ist nie eine gute Sache. Und so eine Undurchsichtigkeit ist einfach sehr, sehr unpraktisch für alle Beteiligten. Das Ding ist halt, wenn Konami ganz klar kommuniziert, welche Raritäten es gibt, dann macht es keinen Sinn, innerhalb der Raritäten noch Unterschiede zu machen, die dann nicht kommuniziert werden. Weil jeder weiß halt, dass man in jedem Display 2 Secrets zieht, selten mal auch 3 oder eine, aber meistens 2 und darauf kann man sich verlassen. Aber wenn dann einfach manche Secrets seltener sind als andere, ist das sehr, sehr merkwürdig, wenn das quasi nirgendwo erwähnt wird von Konami. Wie auch immer, Leute, ich denke, das ist ein Thema, was ich hier auf jeden Fall ansprechen muss, weil es stört mich persönlich schon seit Jahren. Doch die nächste Sache, Leute, bezieht sich mal wieder auf eine verbotene Karte, und zwar Topf der Gier. Und ich denke mal, diese Karte hier wird wirklich jeder kennen, weil der Effekt ist ziemlich simpel, ziehe 2 Karten. Und ich muss sagen, diese Karte hier wirklich im Sammelkartenspiel rauszubringen, war ein Riesenfehler in jeder Hinsicht und es hätte man kommen sehen müssen. Das Ding ist halt folgendes. Ich denke, diese Karte hier wurde entwickelt für den Anime, damit quasi die Charaktere in der Serie random Karten ziehen können, um an mehr Ressourcen zu kommen für halt weitere Plays, die logischerweise alle gescriptet sind, weil es eine Serie ist. Und da macht diese Karte auch auf jeden Fall Sinn, ne? Damit die Leute quasi Ressourcen nachziehen können, wenn sie brauchen, für das gescriptete Duell. Aber das Ganze rauszubringen im TCG ist einfach sehr, sehr ärgerlich. Denn wir hatten dann eine Karte im Spiel, die einfach random sagen kann, du bekommst jetzt eine Ressource mehr als dein Gegner.
Und wenn der Gegner keinen Topf der Gier zieht, kann er quasi nicht nachziehen. Und das in einer Zeit, wo Ressourcen noch unfassbar wichtig waren. Und deswegen war Topf der Gier einfach damals ein riesen Fehler. Und warum spreche ich das Ganze jetzt heute an? Ganz einfach. Weil sich dieses Problem quasi bis heute durchzieht. Wir hatten immer mal wieder Karten, die in fast jeder Situation plus gehen können. Bestes Beispiel Instant Fusion über Noden. Ein Fusionsmonster, was ein Monster wiederbeleben kann. Das heißt, du aktivierst einfach eine Zauberkarte, bekommst dafür ein Fusionsmonster, belebst ein Monster wieder und bist plus 1 gegangen. Und was ist passiert? Das musste verboten werden, weil es zu stark war. Und das geht auch für viele weitere Fälle. Jetzt sehr modern, der Needlefiber, ne? Wir bekommen den bald, ein starkes Link-Monster, was sofort bei seiner Summon ein Tuna-Monster holen kann. Das würde ja neutral gehen, weil Needlefiber ist halt ein Link-2-Monster. Aber wenn du ein Tuna-Monster holen solltest, wie die Glow-Up-Bulb, die dann nochmal plus geht, generierst du in jeder Situation quasi plus, wo du Needlefiber rufen kannst. Und der ist fast immer rufbar. Das bedeutet, wir haben wieder eine unfaire Karte im Spiel und irgendwas muss passieren. Und deswegen wird jetzt wahrscheinlich die Blumenzwiebel verboten werden. Ich würde keine Karten ins Spiel kotzen, die immer plus 1 gehen, beziehungsweise noch mehr plus gehen. Es ist auf Dauer nicht gut fürs Spiel. Und wenn es sich dabei um generische Karten handelt, können diese Karten auf gar keinen Fall für immer erlaubt sein. Das hat die Geschichte bewiesen und ich denke, das muss man hier auf jeden Fall ansprechen, weil das ist ein Fehler, den Konami ständig macht und ich denke, es wird Zeit, daraus mal zu lernen. Doch die nächste Sache, die hängt auch mit der Banlist zusammen und zwar geht es da quasi um feste Termine, die ich mir wirklich wünschen würde. Ich bin ganz im Ernst, ne? Wieso bekommen wir keine Info, an welchem Datum die nächste Banlist kommt? Es wäre so angenehm. Jedes Mal, wenn man sich ein Deck kauft, überlegt man sich erstmal, wann könnte die nächste Banlist kommen. Und dann wartet man. Und man wartet und man wartet, weil man wissen möchte, was gehittet wird. Und dann kann sich das Monate hinziehen. Das ist so blöd. Und ich wette auch, dass es Konami in gewisser Weise schon diverse Male echt Geld gekostet hat. Also wieso macht man das so? Ich sehe natürlich einen großen Vorteil. Und zwar liegt der quasi darin, dass Konami direkt auf Probleme reagieren kann, wenn sie entstehen. Das bedeutet, wenn eine Karte eskaliert, kann sie verboten werden, ohne dass man vorher monatelang warten muss auf den festgesetzten Termin, weil irgendwas quasi außer Kontrolle geraten ist, was nicht geplant war. Und ja, dieser Vorteil ist auf jeden Fall gegeben. Das Ding ist halt nur folgendes, er wird überhaupt nicht genutzt. Jedes Mal, wenn wir wirklich ein großes Problem haben und eine Karte eskaliert, bleibt sie so gut wie immer erstmal ein paar Monate erlaubt und wird erst dann gehittet, wenn alle Leute schon kotzen. Also, wenn das sowieso nicht genutzt wird, dann gibt es auch ein festes Datum. Es wird ja sowieso schon ein ungefähres Datum gegeben mittlerweile, beziehungsweise eine Zeitspanne, vor der die Banlist wahrscheinlich nicht erscheinen wird. Beispielsweise wissen wir jetzt, vor Januar wird es höchstwahrscheinlich nicht passieren, aber etwas konkretere Daten wären sehr, sehr schön. Und soweit ich weiß, ist es im OCG sogar so, ne? Das bedeutet, im TCG das Ganze genauso zu machen, wäre doch nur sinnvoll. Ich verstehe es nicht. Aber ich denke mal, das ist so eine Sache, die keiner so richtig begreifen kann. Weil wenn Konami schon nicht die Vorteile von dieser, naja, blöden Situation ausnutzt, dann gibt doch feste Daten. Doch die nächste Sache ist in meinen Augen aktuell mit am wichtigsten. Und zwar geht es da quasi um die zu große Gewichtung auf Einzelkarten. Und ich frage mich wirklich, warum zur Hölle wird das gemacht? Ihr müsst mal überlegen, was für krasse Einzelkarten es mittlerweile gibt, die gefühlt gigantische Kartengruppen repräsentieren. Bestes Beispiel die Isolde bei den Kriegermonstern. Wir haben 900 Kriegermonster und gefühlt jedes Kriegerdeck muss die Isolde spielen. Und ohne Isolde wären diese Decks einfach gefühlt nix. Also im Vergleich würden die krass viel schwächer werden, wenn die Isolde weg wäre. Oder wir haben auch Electromite bei der Pendulum Summon, wir haben Needlefiber bei der Synchro Summon, wir haben Anaconda vom Predator Plant für die Fusion Summon bald. Und es gibt noch einige weitere Beispiele. Wir haben einfach zu krasse Karten, die gefühlt ganze Kartengruppen repräsentieren. Und wenn die mal wegfallen sollten, stirbt eine ganze Beschwörungsmethode teilweise fast aus. Und es darf in meinen Augen nicht sein. Es würde viel mehr Sinn machen, wenn die einzelnen Themen einer Mechanik einzelne Supportkarten bekommen, die wirklich auf sie zugeschnitten sind. Ich meine, warum ist beispielsweise eine Predator Plant Anaconda eine Predator Plant Karte? Die hat mit dem Thema fast nichts zu tun. Das ist einfach komplett random. Wieso ist das keine generische Karte gewesen? Versteht absolut niemand. Denn wenn jetzt die Karte gehittet werden sollte, stirbt Predator Plant auf einmal wieder mit, obwohl das Thema ein Link-Monster, was fair ist, gut gebrauchen könnte. Und die könnten sogar ein Link-Monster bekommen, was besser ist als die Anaconda, wenn es nicht generisch wäre, weil das Thema nicht allzu stark ist. Man könnte also schwachen Themen krasse Link-Monster geben, die halt nicht sinnlos generisch sind
und man könnte sie dadurch besser balancen bzw. wieder halbwegs lebendig machen. Es gibt keinen Grund für diese viel zu generischen, krassen OP-Karten, die ganze Bereiche anführen. Und deswegen will ich das kritisieren. Und ich denke, das ist aktuell mit das größte Problem des gesamten Kartenspiels. Weil wenn das so weitergeht, werden wir echt ein großes Problem bekommen. Doch die letzte Sache für heute ist ein bisschen witzig, muss ich sagen. Und zwar geht es da quasi um Maxi und seine Limitierung. Ihr wisst Bescheid, Freunde, die Karte war mal auf 1. Und das war mit der größte Bandist-Fehler, den Konami jemals gemacht hat. Ihr müsst wissen, wenn ihr Maxi nicht kennt, das ist mit die beste Handtrap aller Zeiten. Und man kann die Karte quasi abschmeißen, wenn der Gegner zum Beispiel gerade dran ist. Und dann darf man jedes Mal eine Karte ziehen, wenn er was specialt. Das heißt, er kann entweder aufhören und nichts aufbauen und dann deswegen verlieren. Oder er baut ein richtig großes Board auf und lässt euch Karten ziehen, mit denen ihr quasi sein Board wieder leicht brechen könnt. Er hat also quasi die Wahl zwischen Pest und Cholera. Weswegen die Karte sehr, sehr mächtig war und quasi, naja, im Alleingang mit das Tempo des Spiels reguliert hat. Weil die hat quasi dafür gesorgt, dass Spam-Decks nicht zu sehr eskalieren bzw. nicht zu konstant viel zu krasse Boards aufbauen. Und dass die Karte dann gehittet wurde, konnte man verstehen, ja. Die war eventuell zu relevant. Das Ding ist nur, diese Karte zu limitieren, ist absolut furchtbar. Weil wir hatten zeitweise mal ein Format, wo die Karte auf 1 war. Und dort hat man wirklich fast immer gewonnen, wenn man Maxi gezogen hatte und der Gegner nicht. Das war einfach ein geschenkter Insta-Win, den man nicht steuern konnte. Und das ist für ein kompetitives Kartenspiel das absolute konzentrierte Gift. Es gibt nichts Schlimmeres, wenn wir eine Instant-Win-Karte im Spiel haben, die man durch Luck ziehen muss. Das war grausam. Und deswegen musste die Karte dann logischerweise, naja, verboten werden. Und weswegen ich das Ganze hier anspreche, ich habe wirklich Angst, dass Konami den Fehler macht, diese Karte nochmal irgendwann auf 1 zu setzen, beziehungsweise sie langsam wieder zurückzubringen von der Banlist. Und das wäre ein riesiger Fehler. Die Karte darf nur auf 0 sein oder auf 3. Beides wäre in gewisser Weise sinnvoll und für beides gibt es Argumente, aber auf 1 oder 2 darf die Karte niemals sein, vor allem nicht auf 1. Das ist einfach noch viel schlimmer als Pot of Greed jemals war. Wer die Karte zieht, gewinnt zu einer sehr großen Wahrscheinlichkeit und das war wirklich damals sehr, sehr bitter. Also ich hoffe wirklich, dass Konami das logischerweise nie wiederholen wird. Doch ich würde sagen, das war's auch schon mit der heutigen Folge. Ihr wisst Bescheid, Freunde. Schreibt mir gerne eure Meinung zu den Sachen, die ich heute angesprochen habe, in die Kommentare. Und ihr könnt mir auch gerne weitere Fails vorschlagen, die Konami quasi irgendwann mal gemacht hat. Aber ganz wichtig, ich versuche hier nicht, Konami irgendwie kaputt zu reden bzw. komplett fertig zu machen. Das ist nicht Sinn der Sache. Ich will einfach nur Kritik äußern bzw. sammeln. Und ich denke, dass man daraus auf jeden Fall lernen kann. Wie auch immer. Wir sehen uns dann wie immer quasi bei der nächsten Folge. Vorschläge sind immer gerne gesehen und ihr denkt auch bitte an meinen Sponsor Logicards, an meinen Replay-Kanal und an meinen Instagram. Und an dieser Stelle auch Dankeschön an meine Patreon-Spender. Ohne euch würde es meine Kanäle vielleicht in einiger Zeit nicht mehr so geben, wie wir sie gewohnt sind. Deswegen riesiges Dankeschön an euch. Und ihr seht jetzt hier noch meine Endcard. Links ist mein Pokémon-Kanal, rechts daneben ist mein Sponsor und rechts daneben sind noch zwei Videos. Das obere wird euch von YouTube empfohlen und das untere ist die letzte Folge dieses Formates. Deswegen schaut da mal rein. Bis bald. Tschüss.